Endlich geht's für uns als Familie mal wieder auf Reisen. Dieses Mal allerdings nicht allzu weit weg, denn es verschlägt uns nach Hakone. Im Südwesten der Präfektur Kanagawa, im Fuji-Hakone-Nationalpark, liegt die Stadt Hakone und ist mit dem Auto gerade mal 1,5 bis 2 Stunden von Tokio entfernt. Möchte man allerdings mit dem Zug reisen, so kann man ganz einfach das Romance Car nehmen, das einen von Shinjuku aus nach Hakone Yumoto bringt. Ich war schon an einigen Orten in Japan, aber Hakone hat mich wirklich sehr überrascht, denn dort bewegt man sich am einfachsten mit einer Seilbahn fort. Natürlich geht auch Auto oder Bus. Aber seien wir mal ehrlich, die Aussicht ist von oben immer besser. Es gibt nämlich mehrere Stationen, die miteinander verbunden sind. Wir sind an der Ubaku Station gestartet und haben ein Togendai Obakudani Ticket erworben. Ich muss gestehen, mir war anfangs ein klein wenig mulmig, da ich etwas Angst vor der Höhe der Gondel hatte, aber ich habe den Ausblick hinterher doch sehr genossen. Erstmal ging es rauf und unser erstes Ziel war Obakudani, das Vulkantal, das durch einen Vulkanausbruch vor über 3000 Jahren entstanden ist. Aufgrund der vulkanischen Aktivität, austretendem Schwefel und heißen Quellen ist es ein sehr beliebter Ort und hat außerdem bei gutem Wetter einen beeindruckenden Panoramablick auf den Fuji. Direkt vor Ort kann man Kuro Tamago kaufen, schwarze Eier, die in den vulkanischen heißen Quellen hart gekocht wurden. Die Eier mit der durch den Schwefel geschwärzten Schale sollen angeblich das Leben um 7 Jahre verlängern. Man bekommt 5 Stück für 500 Yen mit einem Tütchen Salz. Und falls ihr neugierig sein solltet, wie diese ominösen schwarzen Eier schmecken, mal ehrlich, ganz genau so wie normale Eier, aber lecker waren sie. Etwas weiter hinten gibt es einen abgesperrten Pfad. Dieser ist aufgrund der Vulkantätigkeit und der giftigen Gase häufig gesperrt. Man muss aktuell vorab online reservieren, wenn man diesen betreten möchte. Hierbei muss man allerdings auch beachten, dass Personen mit Asthma, Bronchitis oder Herzerkrankungen, Personen mit Schrittmachern und Schwangeren aufgrund der giftigen Gase der Zutritt generell nicht erlaubt ist. An der Station gibt es das Restaurant Shokudo, das hervorragende Curryspeisen anbietet. Mein Mann hat Katsu-Curry gegessen und mir war heute mal nach Curry-Udon. Das war super lecker. Yeah.
Dann ging es wieder runter vom Berg und direkt Richtung See Ashinoko zur Station Togendai. An der Station selbst wird dem Manga- und Anime-Fan etwas auffallen. Man wird von Shinjis Eva begrüßt, nachdem man die Gondel verlassen hat. Ich denke mal, dass Evangelion sehr bekannt ist. Aber für diejenigen, die die Serie vielleicht nicht kennen und sich fragen, weshalb gerade Evangelion hier so zelebriert wird: Der Kampf gegen die Engel findet nämlich in und um Tokyo 3 statt. Eine Stadt, die am Nordufer des Ashinoko-Sees in Hakone errichtet wurde. Aus diesem Grund ist Hakone ein großartiger Ort für eine Anime-Pilgerreise. Dann hieß es Segel setzen und rauf aufs Schiff. Das Schiff nimmt insgesamt Kurs auf zwei Anlegestellen auf dem weitläufigen 20 Kilometer langen See. Erst legt es in Hakone Machi an und dann in Moto Hakone, ehe es wieder zurück zum Startpunkt geht. Wir sind am zweiten kleinen Hafen ausgestiegen, denn unser Weg führte uns zum Hakone-Schrein. Der Hakone-Schrein gilt als einer der angesehensten Schreine in der Kanto-Region und ist der Ort der Gebete für Verkehrssicherheit, Erfüllung von Wünschen und Vertreibung von Unglück. Im Jahre 757 richtete der heilige Priester Mangan den Dorfschrein ein, um den großen Gott von Hakone am heutigen Ort zu verehren. Das traditionelle Kosui-Fest des Hakone-Heiligtums, das jeden Sommer stattfindet, geht auf die historische Legende zurück, dass Mangan den neunköpfigen Drachen besiegt hat, der das Volk durch oft auftretende Stürme geplagt hatte. Er wird als Drachenkönig des Ashinoko-Sees verehrt. Merkt euch übrigens mal ganz nebenbei den neunköpfigen Drachen für später. Das rote Tori am Fuß des Schreineingangs hat seine Standbeine im ruhigen Wasser des Ashinoko und ist ein sehr, sehr beliebter Ort für Fotos. Am heutigen Tag war es aber sehr ruhig. Zurück an der Togendai-Station angekommen, gibt es noch einen weiteren Ort zu erkunden. Dieser ist allerdings etwas knifflig zu erreichen und ist bereits vor Ort ausgeschildert, dass er um die 30 Minuten zu Fuß von der Station aus benötigt.
Es geht ab ins Grüne und man hört nichts weiter als das Rauschen der Bäume und Zwitschern der Vögel. Nach einer Weile und zwei gruseligen leerstehenden Häusern, die waren echt creepy, erreicht man den Kusuryu-Wald. Hier muss man allerdings erstmal 600 Yen bezahlen, um ihn betreten zu dürfen. Hier kann man unter anderem Segways ausleihen und die ruhige Umgebung genießen. Außerdem befindet sich hier der kleine Hakuryu-Schrein und der Kusuryu-Jinja, der Schrein des neunköpfigen Drachen mit seinem Todi im Wasser, das man bereits vom Schiff aus erspähen konnte. Ein wunderschönes Szenario. Ach ja, und nicht vergessen, den Gushuin für diesen Schrein bekommt ihr im Hakone-Schrein. Am Morgen wurden wir von einem wunderschönen Blick auf den Fuji geweckt. Endlich war er mal nicht schüchtern und hat sich hinter den Wolken versteckt. Und es ging ins Rotenburo in aller Frühe. So ein Bad am Morgen tut wirklich gut. Ehe es zurück nach Tokio ging, haben wir ein wenig die Einkaufsstraße um die Hakone Yumoto Station erkundigt. Direkt davor steht übrigens ein Evangelion-Store, in dem es viele tolle Goods gibt. Außerdem kann man dort auch Shinjis Efe als Softcream essen, das nach Matcha und Süßkartoffel geschmeckt hat. Und es gibt zwei Drinks. Hakone hat mir wirklich richtig gut gefallen. Der Ort ist auch absolut perfekt für einen Tagesausflug von Tokio aus. Möchte man aber etwas mehr sehen, dann würde ich sogar 2 Tage mit einer Übernachtung empfehlen. Denn besonders in Goda gibt es noch so einiges, wie Freilichtkunstmuseen und mehr. Mit dem Auto ist man auch wesentlich schneller als mit den Cable Cars und Ropeways. Aber die Aussichten sind damit wiederum nicht zu toppen. Ich hoffe, ich konnte euch das Onsen-Örtchen etwas schmackhaft machen. Vielleicht habt ihr ja selbst Lust, es zu besuchen, Wenn ihr das nächste Mal wieder in Japan seid. Vergesst dann nicht, die Videobeschreibung unten abzuchecken, wenn ihr Interesse an einem JR-Pass für euren Aufenthalt habt. Dort findet ihr nämlich meinen Affiliate-Link. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen, sowie ein kostenloses Abo, wodurch ihr meine Arbeit sehr unterstützt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.
Bis dann!